Tischtennis-Pokal-Vorrunde in Hilpoltstein, Sonntag. 25. August 2019. Gleich sehen wir ein Geburtstagskind, nämlich die Nummer 1 der Hibberer, Alexander Fleming. Im Nebenberuf World Cup-Sieger 2018 im Clickball oder Ping-Pong. Da zählt er zur Weltspitze. Das ist dieses Spiel mit den blauen Schlägern. Einfarbig blau Sandpapier. Ich glaube, zweimal war er da Vize-Weltmeister. Der Weltmeistertitel fehlt ihm noch, aber hier geht es um Tischtennis. Kann mit einer 1:0-Führung im Rücken ins Match gehen. Eben geholt von David Breitspies gegen den Polen Kubik. Knappes Match, da war er schon 1:2 hinten. Im fünften Satz dann doch noch das Spiel herüber gerettet, einigermaßen souverän. Und jetzt geht es nicht gegen den alten Schweden, sondern gegen den jungen Simon Berglund, schwedischer Jungnationalspieler im Bild. Und Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Kleines Ständchen für Alex Fleming. Lässt noch auf sich warten, lässt sich noch die letzten Tipps geben. Ah, Nase putzen muss er noch. Ganz nebenbei, prominenter Zählrichter links, der Bruder eines der größten Talente, die wir haben. Nicht nur in Hilpoltstein, sondern sogar bundesweit. Hannes Hörmann, also der Bruder zählt hier. Und er assistiert den geprüften Schiedsrichter Werner Kuritscher, der schon jahrzehntelang schiedsrichtet in der zweiten Bundesliga. Fast immer bei den Heimspielen in Hipp, spielt selber beim CVJM Erlangen, ehemaliger Mannschaftskollege von mir, so ganz nebenbei. Also, der Linkshänder, der Schwede gegen Alex Fleming, mal schauen. Nach der Saisonpause zum Saisonstart 2019-2020, wie der Alex drauf ist. Alex der Große mit seinem oft sehr spektakulären Spielstil und seinem unglaublichen Kampfgeist. Kleiner Tipp zwischendurch, aber ihr wisst es eh. Sehr, sehr viele Heimspiele des TV Hilpoltstein, zweite Bundesliga. Aber auch absolute Weltklasse mit Marlon, mit Timo Boll, mit den Legenden Jan-Uwe Waldner, Jürgen Persson, Jean-Philippe Cassier alias Filou, Jean-Michel Seif, Werner Schlager. Alle waren sie mal Weltmeister aus Europa. Viele Showkämpfe, legendär die Showkämpfe von Ex-Europameister Milan Orlovsky gegen Pansky etc. pp. All das und vieles mehr und auch viele Spiele aus den unteren Ligen am Tor der Kleinen, nenne ich das immer. All das auf dem Tischtenniskanal von Reinhard Steinbecher, YouTube. Suchwort hier natürlich Hilpoltstein gegen Mainz 2019. 08:25. Und jetzt viel Spaß bei einem der großen neuen Talente hinter Truls Moregard, von dem alle sprechen, Simon Berglund im roten Trikot der Linkshänder. Und der ganz große Topspieler, seit vielen Jahren zuverlässige Punktesammler für Hilpoltstein, Alexander Fleming. Thank you.
Drei kurze Aufschläge am Ende des Satzes haben den Satz gedreht. Alex Fleming also
mit 1:0 in Sätzen. Da ist der Bürgermeister gerade zur rechten Zeit kommen, an seinem letzten Urlaubstag. Im Spiel? Hat er nichts Besseres zu tun, als in die Stadthalle zu kommen. Herzlich willkommen, Markus Mahl. So, da steht er irgendwo da hinten. Der Herr mit den weißen Haaren unterhält sich mit dem Herrn mit dem Käppi, aber wir gehen zurück zum Spiel. Aufschlag Alex Fleming, 1:0 in Sätzen, 0:0. Das ist gut.
sehr beeindruckend an seinem Geburtstag. Super. So, Spielstand 1:1 in der Kellern-Einfachbox zwischen Lampertheim und Passau. Wir spielen jetzt an Nummer 3 André Semenov gegen Ivan Ljusbasi. André Semenov kommt von Saarbrücken nach Lampertheim. Er ist russischer Staatsbürger und ist beim Jubasic, auch ein alter Bekannter. Er kommt aus Kroatien. Maybe you can do it.